Scheiße, die halbe Crew glaubt sicher, dass es sie gar nicht gibt. Die halbe Crew glaubt auch, dass es die Erde nicht gibt. Tut es aber. Genau wie die Constellation. Ja, aber komm schon. Den Weltraum erkunden? Wer macht das denn noch? Der Raum, den wir kennen, ist doch Stress genug. Für die wohl nicht. Aha. Die gucken noch rum. Und ihr seht, ja, wir können alles mitnehmen hier. Schwerelosdraht. 52 Wert. Ja, also es fängt schon an mit dem Looten. Tacker ist auch 55 Wert. Die Frage ist, wie viel ist was? Ne, wie viel ist der Wert? Ja, also ist das viel oder wenig? Wow, dauert noch ein paar Aufträge, bis ich mal mit dir rede. Okay, die sind sehr eingebildet. Ja, finde ich interessant, ja. Also wir können auf jeden Fall schon mal wieder ein bisschen zu viel mitnehmen. Du hast echt Glück, dass du dabei warst. Argos hat eigentlich kein so gutes Händchen. Aber das heute war ein Volltreffer. Da war doch nur ein Stück Metall. Ich weiß gar nicht, was da so besonders dran ist. Wie haben sie dich geködert? Bist du auf die Broschüren reingefallen? Über Space Mining. Aha. So sehen hier also Bücher aus. Wartung des Minenaufzugs. Warum nennen die das Mining-Aufzug? Warum übersetzen sie nicht alles auf Deutsch? Komisches Computergerät, was ist denn das? Im Weltraum lauern nicht nur zahlreiche Gefahren, sondern man kann auch schnell vergessen, dass sich CO2 im Atemgerät sammelt. Ein großer Fehler. Selbst eine kleine Menge davon summiert sich im Laufe des Tages auf und entzieht ein kleines bisschen Leben gerade dann, wenn man es braucht. Das Laufen fällt schwerer und den Cutter zu schwingen erfordert einen Atemzug mehr. Aber wenn ein Tunnel einstürzt, sollte man sich so schnell und weit wie möglich vorbewegen. Glaub mir, ihr solltet in einen guten Helm investieren. Das restliche Kapitel enthält Ausführungen über die Wichtigkeit hochwertiger Ausrüstung. Okay. Haben wir jetzt irgendwie ein Buch gefunden oder so? Ah ja. Wir haben hier eine Sternenkarte. Wir haben eine Mission. Du kannst bestimmen, welche Quest in deinem Hub angezeigt wird. Es kann jeweils nur eine Quest verfolgt werden. Wähle die Quest aus, um eine Liste offener Ziele anzuzeigen. Wähle ein beliebiges Ziel der Quest, um die gesamte Quest zu verfolgen. Mit Kurs festlegen kannst du automatisch den nächsten aktiven Punkt zu deiner Quest wählen. Sehr gut. Das ist zu nah, ne? So, so ist besser. Okay. Ja, dann, was haben wir denn noch hier? Haupt. Fraktionsquest, sonstige Quest, Mission. Okay, und beendete Quests. Okay, gut. Das haben wir auch. Was gibt's noch? Medizin. Für jeden Stufenaufstieg erhältst du einen Skillpunkt. Jeder Skill schaltet eine Herausforderung frei. Schließe diese ab, um einen Skillpunkt zu erhalten, mit dem du den Skillrang erhöhen kannst. In der oberen Reihe siehst du die Einsteiger-Skills, die Reihe darunter sind so lange gesperrt, bis du die minimale Anzahl an Skillpunkten in dieser Kategorie ausgegeben hast. Ja, drei Stück, ne? Okay. Laser gibt es 4 Ränge, töte 20 Gegner mit Laserwaffe. Okay, das sind die 4 Ballistikwaffen, Nahkampf, Pistolen und Schrot. Ah, hier kommt Gewehr und sowas. Okay, sieht doch gut aus. Bogen, Sprengstoff. Okay. So, dann gibt es noch Forschung. Und aha, hier sehen wir auch, was die verschiedenen Ränge bedeuten. 50% zusätzliche Gesundheit, 10%, okay. Und dann gibt es noch Technologien. Da haben wir die Sicherheit bis jetzt. Meisterschlösser knacken, ja, das kennen wir auch. Knacken ist immer gut. Okay, da müssen wir auch bestimmt irgendwie mal rein investieren. Und hier haben wir das Inventory. Yippie. Anzug, Tiefenmine. Anzug in Siedlung verbergen. Okay. Sortieren, Panzerung. Ah, man kann auch je nachdem sortieren. Ablegen heißt R. Na super. Okay. Komm, legen wir mal alles ab. Was so geht. Jetzt sieht man mich nicht mehr.
Da haben wir das Beryllium. Helm. Warum sieht man mich denn nie? Aha. Ach, ablegen. Ich werf das weg gerade. Hey, klar. Nimm ruhig mein Zeug. Bedien dich. Uiuiui. Ich habe nicht ablegen mit ausziehen. Ich hab das weggeschmissen. So, es gibt auch hier Medipacks. Das ist gut. Machen wir das auch schon mal. Stifte, Notizblöcke, die sind dann weniger wert. Okay. So leicht ist es nicht immer. Outfit Farmer. Vielleicht Gift oder was Schlimmeres. So, wir drücken I und dann. Okay. Outfit Farmer. Ah ja. Sehr cool. Oh, das sehen wir schon. Okay. Argos Extractor ist nicht so cool wie Mina Arbeitskleidung. Und ja, Farmer ist auch okay. So, dann gibt es noch die Anzüge. Zack. Dann gibt es noch hier den Rucksack. Die Waffe. Da ist mein Medipack, was ich gerade gefunden habe. Ah, und das sind die Notizen. Ja, das ist das Heft, was ich gerade gefunden habe. Und die Ressourcen. Okay, passt doch. Die Ressource, die ein bisschen genauer beschrieben ist, scheint dann wohl die zu sein, die man mitnehmen sollte. Also diesen Draht zum Beispiel. Man weiß ja nie, was man nachher craften kann. Alles und okay. So, ne? Willst du einen Kaffee oder so? Ey, das wäre eine coole Idee. Kaffee wäre immer eine super Idee. Da Lösungsmittel, Klebeband, ihr seht, ne? Im Moment nehme ich erstmal wieder alles mit, ne? Mal gucken, was dann nachher von sinnvoll ist. Ach, machen wir erstmal die Quest weiter, oder? Die gehen schon in die Luftschleuse. Ich will nur meine Schicht überstehen. Was? Ich arbeite. Gut, dass Hella neulich auf dem Erste-Hilfe-Seminar war. Hm? Löffel und Becher. Da angebissenes Sandwich. Hey, das war mein Sandwich. Oh, du hast echt Glück. Ich habe schon für Crews gearbeitet, die nicht mal Medis dabei hatten. So, nehmen wir dem auch noch sein Sprudelwasser weg. Ja, interessant. So, als erstes mal. Egal was. Boah, 240. Mal gucken, ob wir überfüllt sind. Schreibt. Oh, Kartendeckung. Alles gut auf dich auch. Lynn scheint dich zu mögen. Und sie ist der Boss. Sie muss es wissen. Ja, klar. Wir nehmen jetzt auch nicht überall alles mit, ne? Ich will halt nämlich nur mal ein bisschen so umgucken, was möglich ist, was die hier alles so verstecken in dem Ganzen. Ja, weil das ist halt am Anfang immer mal so interessant zu sehen. Mit wie viel kann man interagieren? Kann man sich auch irgendwo hinsetzen? Geht. Ja, und ihr müsst sagen, ob ihr irgendwann mal Ego-Perspektive spielen wollt oder so. Boah, die ist sogar 655 wert. Ah, ich merke schon. Ein Tablet klauen wir auch einfach mal. Tablet kann man immer gebrauchen. Klebeband ist bestimmt fürs Crafting gut. Du passt gut dazu, okay? Meiner können ein bisschen rau sein, aber sie sind nette Leute. Ich weiß zwar nicht, warum wir das alles mitnehmen, aber wir machen es. Ah, da haben wir wieder Vorarbeiter-Logbuch, Nachtrag. Immer noch Tag 2 der Ausgrabung von Argos Extractors auf Vectera. Freestar Collective Uphol ID Beta 7548 Alpha. Alle glauben, wir müssen nur Erz beschaffen. Vectera hat genügend akzeptable Adern, damit alle beschäftigt sind und keine Fragen stellen. Ich habe Hella alles gesagt, was er wissen muss. Also praktisch alles, was ich weiß. Dass wir es wieder mit einer von Barretts Sonderbestellungen zu tun haben. Er hat Kasal bezahlt, obwohl das ein Fehlschlag war. Diesmal bin ich mir nicht so sicher. Außerdem macht mich hier etwas echt nervös. Wahrscheinlich werden wir irgendwas finden. Keine Ahnung, was das sein könnte. Oder warum Barrett es haben will. Aber diese hübschen Constellation Credits bedeuten, dass
wir Löcher graben und unser Maul halten werden. Das ist okay. Hoffentlich haben wir Barretts mysteriöses Ding und das Erz bald beschafft und können diesen Felsen in 5 Tagen wieder verlassen, wenn wir angeblich wieder abgeholt werden sollen. Ja, das finde ich auf jeden Fall cool, wenn diese Notizbücher auch was zum Vorlesen haben. Ja, also damit dass die vorgelesen werden, gefällt mir sehr gut. Dann braucht man nicht selbst zu lesen. So, jetzt machen wir es erstmal richtig speichern. Mal gucken, ob er dabei abstürzt. Ja, scheint alles zu funktionieren. Manchmal hat er ja eben geruckelt. Hey, alles okay? Heb in nächster Zeit lieber nichts Schweres. Ja, ja, ich passe auf mich auf. Der Kunde ist hier. Los. Oh. Anzug, Helm und Rucksack. So. Helm habe ich an, das habe ich an, das habe ich an. Okay. Gut zu wissen. Ja, und schon fängt es wieder an zu ruckeln. Ich muss dringend was dran tun. Entweder eine Grafik oder vielleicht die Grafik was runterschrauben. Also das geht gar nicht, dieses Gurke. Die wollen also dieses Gerät da, was sie da mitnimmt. Vielleicht liegt es auch daran, dass das Spiel nicht auf einer SD-Platte ist. Vielleicht muss die Festplatte zu oft rotieren. Barrett? Lynn! Ist lange her. Ha, in der Tat. Die Mine auf Bindi, oder? Kasal, was ein Drecksloch. Genau wie hier. Seltene Mineralien. Du hast jetzt einen etwas erleseneren Geschmack, was? Also, ihr habt was gefunden, ja? Genau hier, der neue. Ach ja. Und alles lief cool? Einfach wie Mineralien einsammeln auf Bindi? Kasal. Und nein, Barrett, es lief nicht cool. Er ist nach der Extraktion umgekippt und hat ein wirres Zeug geredet. Ehrlich, Cowboy? Warst auf einem Trip, ja? Oh, das ist aber nicht synchron, du. Heieiei. Ich glaube, ich packe das Spiel echt noch auf eine SD-Platte drauf. Ja, wie soll man spielen? In Ego-Perspektive oder über die Schulter? Mir geht's gut. Gibt nichts zu bereden. Täuscht mich ehrlich gesagt ein bisschen, aber die seltsamen Seiten des Alls sind nicht für jeden was, das verstehe ich. Hey, gib mir einfach die Credits, dann bin ich froh, wenn ich dich und dieses Ding nie wiedersehe. Deswegen mag ich dich, Lynn. Kein Heckmeck. Barrett, die Scanner der Frontier melden ein Schiff, das sich rasant aus dem Orbit nähert. Oh. Ich dachte echt, sie wären weg. Barrett? Oh, Scheiße. Das ist die Crimson Fleet. Was? Macht euch bereit! Ja, würde ich ja gern, wenn es nicht ruckeln wird. Los, los!
jetzt muss ich erstmal die Waffe wechseln. Das geht ja dann ganz gut im Menü, ne? Dann ist ja immer ein bisschen Stillstand, oder? Also die nicht, sondern die. Ja, macht auf jeden Fall mehr Damage. So. Oh Mann, dieses Ruckeln, das muss ich auf jeden Fall rauskriegen, wegkriegen. Das ist nur im Ruckeln, das Game. Ne, da ist nichts. Das macht mir keinen Spaß. Hä? Ich habe ja gar keine Munition. Na, super. Ist ja toll, dass sie sagen, schieß damit, wenn man keine Munition hat. Ey, witzig. Null Schuss. Boah, ne, so geht's gar nicht. Ich stell mal die Grafik runter. Ich guck mal, ob's die Grafik schuld ist. So macht das Spiel. Null Bock. Machen die Renderauflösung mal runter. Und mal die Grafikvoreinstellungen. Und versuchen dann nach und nach ein bisschen. Hochzustellen. Ja, dieses Ruckeln ist immer da, ne? Was ist denn das? Ups. So, ich habe wenig Gesundheit, drücke nur mal Medipack zu benutzen oder im Inventar, okay. Jetzt tun wir erstmal gucken, ob wir hier die andere Waffe jetzt benutzen können. Es sind 5 Schuss drin. Und dann Medipack. Auch schon wieder keine Muni mehr. Okay, also wir müssen auch extrem auf die Muni achten. Das merken wir jetzt auch schon mal. Okay. Dann werden wir erstmal wohl nur mit dem Cutter unterwegs sein. Und dann los. Also, Soundprobleme, Grafikprobleme, Ruckelprobleme sind leider doch ein paar zu viele Probleme im Moment. Ey, nee. Das Spiel funktioniert nur einigermaßen auf einer SD-Platte. Aber ein bisschen bessere Grafik einstellen geht auf jeden Fall. Also das Ruckeln ist nicht die Grafik schuld. Ne? Das Ruckeln ist wohl irgendwie die Festplatte schuld, die im Hintergrund läuft, würde ich sagen. Natürlich wurde Barrett verfolgt. Jedes Mal. Ja, das ist auch Mist. Der redet schon und dann kommt erst das Gerede. Trotz des Drucks. Mhm. Du hast das Artefakt ausgegraben, ja? Dann hast du die Visionen gesehen. Du kommst mit mir zur Constellation. Du gehörst jetzt dazu. Okay. Wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei.
Runter von diesem verdammten Mond, nichts lieber als das, oder warte mal. Ich wollte nie irgendwas mit all dem zu tun haben. Nee, was ist überhaupt die Constellation? Starrst du nachts in die Sterne und fragst dich, was da draußen ist? Das sind wir. Da fliegen wir hin. Ah, ja. Erkunder oder sowas. Ja, wenn die mir sagen können, was das für ein Artefakt ist, bin ich dabei. Fantastisch. Oh nein, Barrett, nein. Du glaubst, du kannst nach der Nummer einfach abdüsen? Oh, ich habe euch wohl echt Ada auf die Abschussliste der Crimson Fleet gesetzt. Wie wär's, wenn ich bleibe und stattdessen deinen Dusty schicke? Ich weiß. Aber er ist kein meiner mehr, Lynn. Als er diesen Felsen berührte, änderte sich was. Sag mir nicht, dass du es nicht spürst. Fein. Abgemacht. Hau endlich ab, Dusty. Auf dich wartet Größeres. Aha. Und die Mine? Braucht ihr mich nicht? Nachdem wir angegriffen wurden? Wir müssen packen und weiterziehen. Argos kommt den Rest holen. Geh schon. Mhm. Danke für alles. Geh, bevor ich was sag, was ich bereuen werde. So, nachdem das geklärt ist. Vasco, bring ihn zur Loge. Keine Umwege, außer sie sind unvermeidbar, okay? Indigo-Protokoll. Indigo? Schon wieder? Schön. Ach, und hey, hier. Kannst du da draußen gut gebrauchen. Und du siehst sogar, wie spät es ist. Na, das hat ja was. Puh, das nervt. Hey, sieh dir das an. Die Uhr passt dir perfekt. Also, Fragen? Ja, zum Beispiel. Wer seid ihr? Was ist die Constellation? Das ist das Problem mit den besiedelten Systemen. Man hält schnell alles für selbstverständlich. Während alle anderen politische Spielchen treiben, trotzen wir dem Unbekannten. Erkunden die gigantische Leere des Alls. Ohne uns ist die Galaxie nur ein großes Zimmer mit ausgeschaltetem Licht. Und was genau haben wir da ausgegraben? Das ist die 1-Million-Credit-Frage. Und die Constellation kann die Antwort finden. Mit deiner Hilfe. Mhm. Und warum war die Crimson Fleet hinter dir her? Sie folgen einfach der Beute. Wie alle Piraten. Und ich habe den Ruf, ein Beutesammler zu sein. Aha. Und warum schickst du mich? Sollte es nicht eigentlich du gehen? Na komm schon. Bist du gar nicht neugierig, was es mit der Lichtshow und der Musik auf sich hat? Warum nur du das erlebt hast? Falls du es nämlich nicht gemerkt hast, von uns hatte seitdem niemand ein Problem. Aha. So wie ich das sehe, braucht die Constellation zwar das Artefakt, aber sie brauchen auch dich. Die Sache wird immer rätselhafter und du steckst jetzt mittendrin. Okay, du gibst mir dein Schiff? Eigentlich gehört es gar nicht mir. Ist geliehen. Vasco hält dich auf Kurs. Außerdem mache ich eine Ausnahme, weil du der Constellation von deiner Vision erzählen kannst. Gut, gut. Und einfach so verlassen ist mit Tab. Und Vasco, lass sie nicht mein Schiff zerstören. So. Unten haben wir jetzt unten links, hinter meiner Kamera, eine neue Anzeige. Deshalb muss ich die Kamera ein bisschen weiter hochschieben. So. Und wir machen das jetzt mal ganz anders. Wir machen die Kamera jetzt sogar mal aus. Weil im Moment ist es ja so, dass hier die meisten gar nicht die Kamera brauchen, oder? Ist auch gar nicht so schlimm, wenn man die Kamera nicht sieht. Deshalb mache ich die jetzt mal aus. So, zack. Und auch zack hier das Programm dafür. Dann haben wir auch wieder mehr Speicher, Arbeitsspeicher. Und mehr CPU, vielleicht hilft das ja, damit das Spiel nicht mehr so ruckelt.
Gut, auf jeden Fall haben wir jetzt schon gut mit Laser geschossen. Sehr schön. Also der Cutter ist ein Laser. Dass man das auch schon mal weiß. Ich stelle die Grafik wieder was höher. So. Okay. Aber Munition gibt es echt nirgendwo, ne? Doch, da. 9 Schuss. Na toll. Da muss ich aber mehr Munition sammeln. Sie sind nun wohl der neue Captain der Frontier. Aha. So schnell kann es gehen. Hoch, Captain. Ich bin in der externen Bucht. Okay. Na dann. Seht ihr auch dieses Nebelige, dieses, also wie nennt sich das, dieses Beschlagene, dieses Dunstige? Ich finde das total nervig von der Grafik her. Ich muss mal gucken, ob ich das nicht irgendwie ausgeschaltet bekomme, dass es nicht irgendwie eine klare Anzeige ist. Bewegungsunschärfe will ich nicht. So. Gegenverdeckung ist gut, Schatten ist eigentlich auch gut. Limitiert das Spiel die Bildrate auf die Bildschirmaktualisierung und Tiering. Ne, das brauchen wir nicht. Upscaling. Legt die Hochskalierungsmethode der Auflösung auf AMD. Bei Auslauf das Spiel immer mit voller Auflösung. Ja, komm. Das brauchen wir eigentlich nicht. So. Damit das alles mal mit normalen Einstellungen läuft hier. Schärfentiefe, schaltet Schärfentiefe-Effekte ein aus. Also was ich ausschalten würde, ist gerne diesen Quallen, diesen Dunst oder so. Was VRS? Schaltet Variable Rate Shading beim Rendern ein aus. So. Ich will einfach normales Spiel spielen. Variable Rate Shading, was weiß ich. Okay. So, hier ist nicht mehr ganz so viel Qualm. Wir müssen das auf jeden Fall auf die SD-Platte packen. Sie können ein Schiff der Klasse A fliegen. Barrett sagt immer, es ist so leicht wie Radfahren. Ich versuche, die Schilde hochzufahren, falls es irgendwelche Probleme gibt. So, der Roboter gehört uns, das ist schon mal cool. Magisch. Jetzt können wir hier ein bisschen was looten. Ja, mal gucken, ob wir es dann auch verkaufen können. Medipack 500. Hier kaputter Helm. Don't use. Sehr cool. Klebeband ist immer wichtig. Und hier auch. Ich hätte jetzt richtig Lust auf Chunks. Da gehe ich als erstes hin, wenn ich zu Notizen. Hause bin. Super Studentenfutter gemacht mit kleinen Marshmallows als Sternen. Das vermisse ich. Sehr cool. Also, man findet auch hier wieder Notizen. Sollen wir schon schlafen gehen? Nee, erstmal ein bisschen rumgucken. Du weißt, wie es läuft, Vasco. Das Indigo-Protokoll verbietet alle Trödeleien, Träumereien, Tändeleien. Also jeden Spaß. Außer diese Trödeleien, Träumereien und Tändeleien sind, was allein Sarah entscheidet, zwingend nötig, um dieses erstklassige Schiff, die Frontier der Discovery-Klasse, heil wieder nach Hause zu bringen. Streng genommen leihe ich es mir nur von der Constellation, auch wenn ich nicht vorhabe, es zurückzugeben. Okay. Ja, ihr merkt, ne, also wenn man genau hinguckt, findet man Notizen. Die werden manchmal mit Sprachausgabe benutzt, manchmal auch einfach nur. Man findet überall Lebenssachen, ne? Also Regenerationssachen, das finde ich auch schon mal cool. Ne? Manchmal muss man auch selber lesen, aber sowas gefällt mir alles, ne? Dass man also wirklich auch Notizen finden kann. Und dann ist da wieder so viel Bücher drin, das kennt man ja auch von Elder Scrolls, ne? Das ist halt schon cool bei den ganzen Bethesda-Spielen, dass sie so viel, ja, Inhalt da reinbringen im Endeffekt, ne? Man kann nie wissen, wo findet man noch mal irgendwas Interessantes an Text. Ich nehme alles mit, was Essen ist, weil
Ich kann nie wissen, wann brauche ich das. Und alles, was auch ein bisschen Geld wert ist, ist ja auch nicht schlecht, ne? Kombüse kann man auch benutzen. Ah ja. Alien Jerky. Cool. Ich glaube, wir müssten Brot finden, Käse finden. Brot haben wir schon. Ah, läuft. Können nachher also auch was selber kochen. Sehr schön. So viele Sitze, kein Mensch da. Ja, eine Tasse für 55 nehmen wir doch mit. Schilde bereit. Den Rest übernehmen Sie. Hört ihr eigentlich was? Ist das Spiel laut genug für euch? Ihr seid heute so leise. Also mit Space geht's los. Vielleicht hätten wir dann noch was erkunden können, aber nee, komm. Erstmal ab geht's. Fliegen wir ein bisschen durch die Gegend. Zusammen ins Sternenmeer. Die erste Errungenschaft bei Starfield. Wer ist? Nachdem wir nun im Orbit sind, sollten wir die Steuerung und alle Systeme testen, um sicherzugehen, dass kein katastrophaler Ausfall droht. Ich kann Sie durch den Prozess leiten. Falls Sie aber schon viel Fluterfahrung haben, starten Sie einfach alle Systeme und es geht los. Nö, hab ich noch nicht. Halte Alt gedrückt und wechsel mit WASD zwischen den Schiffssystemen hin und her und weise ihnen Energie zu. Willst du das Tutorial für das Schiff überspringen, starte alle Systeme einschließlich des Kraftantriebs. Halte Alt und WASD. Jedes System auf einem Schiff braucht Energie. Sie kontrollieren, wie viel Strom wohin fließt. Sehen wir uns den Antrieb an. Der Antrieb kontrolliert unser maximales Tempo. Spielen Sie mit der relativen Geschwindigkeit. Okay. Wenn ich von den Schilden alles wegnehme und das alles in den... Recht ordentlich. Kennen Sie sich auch mit Kampftaktiken aus? Das dort ist nämlich ein Crimson Fleet Schiff. Und es setzt seine Waffen ein. Das ist das Schiff! Wir müssen ihre Schilde deaktivieren. Laserwaffen sind dafür besonders effektiv. Ich wollte eigentlich auf das Schiff schießen und nicht... Halte das Schiff in der Mitte des Hubs. Dann können wir es erfassen und eine Lenkrakete abfeuern. Okay. Die gegnerischen Schilde sind unten. Ballistische Waffen beschädigen die Hülle, wenn die Schilde offline sind. Funktioniert. Glückwunsch, du hast deinen ersten Raumschiffangriff überlebt, Captain. Lass uns das Wrack nach Ersatzteilen und anderem Bergungsgut durchsuchen. Du musst nah ran, damit wir die Überreste betreten können. Nähere dich dem Flugschiffswrack und drücke E, um es zu plündern. Habe ich schon. Und lange E ist aussteigen. Okay. Muss man natürlich auch wissen. Okay. Es springen zwei weitere Crimson Fleet Schiffe zu unserer Position, Captain.
Uiuiui. Drücke 0, um dein Schiff zu reparieren. Man braucht Schiffsteile. 0. Das Schiff geht immer an mir vorbei. Ich krieg das nicht ins Visier. Die Geschwindigkeit anzupassen ist echt nicht so einfach. Oh, wie anstrengend. Ist ja noch komplizierter als bei Star Trek. Null ist repariert. Oh, null. Oh. Du bist erledigt. Oh, für Repair. Passt ja irgendwie auch gar nicht. Ne? Wie kommt man denn auf O für Repair? Operate? Nee. Repair. Oh Gott. Das ist so ätzend. Wie hat es deine Schrottkiste überhaupt so weit geschafft? Oh Gott, ey. Ich komme gar nicht in Zielmodus, weil der immer so nah an mir ran ist. Weltraumkämpfe sind schon gar nichts für mich. Also die sind schon scheiße. Warum die falschen Tasten? Ich würde nur O drücken. Tatsächlich gefährdet werden. Sie sind hinter der Frontier her und werden nicht aufhören. Wir müssen uns um den hiesigen Captain der Crimson Fleet kümmern. Ein aktueller Scan zeigt eine verlassene Anlage auf dem nahegelegenen Mond von Crete. Ein perfektes Piratenversteck. So, was hat er gesagt? Reise durch den Weltraum, zoome heraus, um das gesamte Sternsystem zu sehen, zoome erneut heraus, um alle Sterne der besiedelten Systeme zu sehen. Setze einen Kurs, in dem du das Sternsystem auswählst, in dem du reisen willst. Dein Schiff kann nur begrenzt viele Lichtjahre auf einmal zurücklegen. Du musst also unter Umständen zuerst zu einem anderen nahegelegenen Stern springen, um weitere entfernte Sternsysteme erreichen zu können. Okay. So, da sind noch Raumschifftrümmer. Kann ich die irgendwie markieren? Nicht so wirklich, ne? Aha, da sind die ganzen Planeten. Puh. Barrett möchte, dass ich das Artefakt zu einem Kollegen bringe. Hauptfraktion. Ne? Ich bin gerade ein bisschen überfordert. Ah, jetzt sieht es besser aus. Sternstationen. Tanara. Nitra. Ah, okay.
Schiff. Peria. Was ist das? Fracking-Station, okay. Hier bin ich. Und von dem Mond kommen wir. Zu dem Mond sollen wir, sehe ich das richtig? Ja. Fliege nach Crete. Okay. Und geht das jetzt los? Ui. Da jetzt auch mal gucken. Level 55, Level 40, okay. Sehr levelabhängige Sternsysteme. Hat er jetzt verstanden, wo ich hin will? Nee, ne? Die Frage ist ja, ich hatte eben hier ja noch ein Schiff abgeschossen. Sehe ich denn, ob da noch Loot da? Da ist noch Loot. Oh, und schon wieder die falsche Taste. Ich drücke mal E für Engine, aber das ist falsch. Ich muss W drücken für Power. Also nach vorne. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. In anderen Spielen, Weltraumspielen, ist E und Q auch zur Benutzung und hier ist E halt zum Abschalten, Ausschalten. Darum vertue ich mich da immer. 1200 Meter, okay, jetzt gehen wir mal hin und packen die Energie hier raus aus den Schilden und ja, dann sind wir noch schneller. Passt. Okay. So langsam habe ich den Raumflug raus. Yes. So. Ja, passt. Okay, erstmal alles in Antrieb. Das natürlich einzustellen da unten immer. Da muss man vor einem Kampf auf jeden Fall alles auf Schilde und Waffen stellen. Und jetzt versuche ich nochmal da hinzukommen zu dem anderen Planeten. Der ist jetzt hinter dem großen hier. Und das versuchen wir jetzt mal. Also wir gehen auf die Sternkarte. Ich würde ja mal gern zu diesem Raumschiff trümmern, aber da sagt er irgendwie nicht verfügbar. Dann nehmen wir jetzt das andere. Das ist auch blöd. So, da. Dahin möchte ich Kurs festlegen. Ach so, und jetzt steht da Reisen. Wir drücken X und los geht's. So, neuer Planet. Wir haben den Orbit erreicht. Die verlassene Anlage mit unserem Captain befindet sich auf der Oberfläche. Okay. Zur Karte. Planetenansicht der Sternkarte enthält Informationen über die Umgebung, lässt dich Planeten auf Ressourcen scannen und hilft dir, wichtige Landeplätze zu finden. Dreh den Planeten, bis du das Kartensymbol Crete Forschungslabor siehst. Wähle es dann nach außen, um dort zu landen. So, erstmal scannen. Okay, haben wir gut gescannt. Jetzt wissen wir, die Ressourcen gibt es hier alle. Ja. Mal wieder was Neues gelernt.